Hallöchen meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mine Faktion 2. Und wir zögern gar nicht lang, denn wir wollen ja unbedingt, also unbedingt, okay, wieder in den Nether zurück. Oh ja, da wollen wir unbedingt hin. Ich freue mich drauf. Ja doch, so kann man das sagen. Ich würde mir als allererstes ganz gerne als nächstes jetzt Pfeile holen von zu Hause. Das machen wir auch mal als nächstes. Holen uns Pfeile, einen Bogen haben wir tatsächlich dabei und dann können wir dieses komische, garstige Viech da auch endlich mal einfach so davon dingsen und so, ne? So, die Level können wir ja auch noch mitnehmen, die Kohle schadet auch auf jeden Fall nicht, wenn wir sie haben. Und ansonsten, ja, Diamanten, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich noch Diamanten, denn meine beiden Pros aus meiner Stadt, der Flu und der Flo, die haben sich schon Herzkanister gemacht, tatsächlich. Das heißt also für mich, ich bin ein bisschen im Zugzwang nun, denn ich möchte natürlich auch ganz gern die Herzkanisterchen haben, die sind super. Ja. So, die gebe ich mir auch direkt nochmal, die Level. Das ist geil mit diesen Bäumen. Richtig, richtig awesome. Wo auch immer die herkommen. So, Pfeile. Ich hatte irgendwo Pfeile gesehen. Da sind nochmal zwei, das ist nicht so viel. Sticks, haben wir noch Federn irgendwo? Chocobo-Feder, ich weiß nicht, ob man die noch für irgendwas brauchen kann, diese komischen Chocobo-Dinger. Da haben wir noch Federn. Haben wir denn noch ein bisschen was mehr? Das wäre erstklassig. Ein Stock, ein Brot. Wir können ja mal so machen. Da haben wir noch welche gehabt, da nicht. Oh ja, da waren noch welche sauber. Da haben wir schon mal 10 Federn. Da bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen Flint, ne? Oh. Okay. Da haben wir Flint. ja, gut. Da können wir uns ein paar Pfeile von machen, auf jeden Fall. Das läuft ja schon mal ganz gut soweit. Ich weiß gar nicht, wie das Rezept war. War das so hier? So und so? Ja. Nice. Dann haben wir 44 Pfeile. Den Rest schmeißen wir zurück. Haben wir keinen Platz hier. Hier vielleicht? Ja. So, und jetzt können wir wieder in den Nether gehen und könnten theoretisch... Ach so. Ganz kurz. Ich werde natürlich die Level noch verbrauchen mal eben. Und vielleicht sogar schon Soulbound auf das Schwert draufklatschen. 8 Level kostet das. Aber das ist natürlich super. So, da haben wir hier noch eine... Hä, wieso ist die auch schon angeschlagen? Ist ja merkwürdig. Das kostet 6 Level. Das kostet 4 Level. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Haltbarkeit wäre natürlich auch erstklassig. Wenn wir Haltbarkeit hätten noch auf den ganzen Sachen, also auf dem Schwert zum Beispiel und auf der Spitzhacke, das wäre auch noch richtig awesome. Aber weiß nicht, ob das so relevant ist gerade. Ja doch, Haltbarkeit wäre schon richtig cool eigentlich, weil die halt nicht so lange halten wie Dia-Sachen. Die halten schon lang, aber halt nicht lang genug, sag ich mal. So, einmal wieder zurück in Nether. Hasta la vista, baby! So, jetzt muss ich hier wieder gucken. Es ist sehr dunkel mal wieder. Dafür hasse ich den Nether, ja. Und für die ganze Lava, dafür hasse ich ihn auch. Und überhaupt für alles. Der Nether ist irgendwie merkwürdig. So, hier ging es lang, ne? Ja. So, hier geht's runter. Das ist ganz cool. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unbedingt einem Wither-Skelett direkt in die Arme laufen hier. Beim Eingang. Das wäre tatsächlich nicht so cool. Wo ist denn der Ghast? Da oben hüpfen irgendwie Spinnen rum. Da oben ist er doch. Huh! Treffe ich ihn nicht? Da habe ich ihn einmal. Da habe ich ihn down. Awesome. Haben wir das schon mal geschafft. Die Lohnen sind hier allerdings nicht mehr. Scheiße. Ich hätte gedacht, die sind da noch. Sind sie aber nicht. Dann hole ich mir mal ganz kurz das Zeug hier drüben, das Quarz. Denn Level ist natürlich immer noch so eine Mission von uns, ne? Ich will eigentlich nur die Level. Das sind auch noch relativ viele. Das ist ganz nice. So. Dann gehen wir hier hin ganz kurz und holen sie uns von hier aus. Nur mal aufpassen, dass kein Wither-Skelett von hinten kommt.
Das wäre nicht so geil. Ich höre aber irgendwelche komischen Geräusche hier. Gefällt mir nicht. Was ist das? Alter, geht's noch? Hört mal auf, so komische Geräusche zu machen, Mann. Das geht nicht. Kannst du nicht bringen. Ich habe ein schwaches Herz, Mann. Okay, kein Wither-Skelett in der Nähe, leider. Ich hätte mir ja ein, zwei schon gewünscht. Da ist ein Lohn. Awesome. So, ganz kurz mal. Schön drüber gefeuert. Ja, jetzt heb doch nicht ab. Heb doch nicht ab. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Das war ganz schön knapp. Treffe ich dir nicht? Wieso treffe ich dir nicht? Treffen. Treffen. Nice. Gut, Lohnrouten? Ja, nice. Ja, awesome. Was ist das schon wieder für ein Geräusch? Mann, hört auf mit diesen ganzen Geräuschen, Leute. Ohne Scheiß, ich habe ein schwaches Herz. Das könnt ihr nicht machen. Hört auf. Das geht so nicht. Gott, was ist das denn? Was bist du denn? Ich glaube, ich möchte hier wieder weg. Ja, ich glaube, ich gehe hier weg. Ja, ich gehe hier weg. Weil ich habe keine Ahnung, was hier so für Gefahren auf mich warten. Das Problem ist halt einfach, wenn man sich nicht auskennt mit diesen ganzen Mods, dann ist man schon mal ganz schön aufgeschmissen, ne? Ich habe wieder 8 Level, das ist ganz gut. Da ist ein Skelett. Hat mich aber noch nicht gecheckt, glaube ich. Hier war auch schon jemand. Was bist du denn? Geh weg, Alter. Du bist irgend so ein gruseliges Schwein. Nee. Lass mal. Gut, nachdem ich jetzt Lohnstaub habe, den brauchte ich ja. Leider ist es mir jetzt einfach zu riskant, hier allein rumzulaufen, muss ich sagen. Ich hätte lieber noch jemanden dabei. Oh Gott! Oh, gar nicht gecheckt, das... Ja, was bist du denn, Mann? Okay. Kann man mal machen? Ich habe richtig Angst vor diesen ganzen Sachen hier, ne? Ich habe richtig Angst davor einfach. Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Levelchen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ist das für ein Raum hier? Was bist du? Ach, hier kommt man oben raus. Ist ja nett. Ja, dürfte ich mal bitte? Herr Schweinekollege? Ja, danke sehr. Ja, geh mal dahin. Nee, nicht schubsen. Hör mal auf. Ist nicht nett. Ich habe keine Ahnung, wo man hier hinkommt, ne? Nee, lass mich doch mal vorbei da. Gut, dankeschön. So, hier mal schnell wieder runter. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch auf die Spitzhacke... Verzaubern wir noch ein paar Bücher, würde ich erstmal sagen. Machen erstmal noch nichts auf die Spitzhacke drauf. Das können wir immer noch machen. Unser Schwert ist schon mal safe, das ist super. Und wir haben ein bisschen Lohnzeugs, das heißt... Wir könnten auch noch ein bisschen strippen, meinen. Diamanten brauche ich ja nach wie vor auch. Ist jetzt aber tatsächlich nicht so wichtig. Was wichtig wäre, wie gesagt, wollte ich ja ganz gerne ein paar Tränke brauen noch, die wir vielleicht noch brauchen können. Und das Lager, das werden wir jetzt auch langsam anfangen. Muss ja irgendwann mal vorangehen in diesem blöden Lager. Lass mal die Kohle hier noch überall mitnehmen. Kohle können wir ja auch mehr als gut gebrauchen, würde ich sagen. Ja, passt doch, passt. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal die Büsche ernten. Noch ein paar Bücher verzaubern. Ist super mit diesen komischen Dingern hier. Gefällt mir. Fast ein ganzes Level. Naja, gut. Hier ist der Braustand. Haben wir denn hier auch... Das kann man ja mal einschmelzen gehen. Konzentrierte Essenzbeere. Schmeckt wie Creeper. Ich finde das super. Ich nehme die mal. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. So, Level 12. Klingt ganz gut. Man braucht Lohnstaub, ne? Erstmal brauche ich Glas. Das habe ich ja hier im Ofen. Rein zufällig, natürlich. Das hat bestimmt keiner geplant. Glas. Dann mit einer Werkbank müssen wir daraus Dingens machen. Oh, Wasser brauchen wir. Haben wir überhaupt Wasser? Du bist eine Werkbank. Okay, alles gut. Haben wir überhaupt Wasser? Das ist die große Frage hier. Und Nether Wards brauchen wir ja auch noch. So, okay. Das ist schon mal ganz nice. Dann machen wir die mal hier rein. Dann brauchen wir Nether Zeug. Was ist das?
Eine Hundezunge, ach wie sweet. Die brauchte ich glaube auch noch für Witchery. So, lass mal hier den ganzen Dreck einsammeln. Können wir auch gleich neu anpflanzen, den ganzen Bums. Was ist hier? Nichts. Sauber. Okay. Dann werden wir das ganz kurz mal da reinschmeißen mit. Und können dann tatsächlich schon mal die ersten Tränke brauen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob man Lohnstaub braucht. Braucht man Lohnstaub dafür? Weiß ich gerade nicht. Wir probieren es einfach mal mit Lohnstaub. Nachher brauchte man ja noch Glowstone dafür. Bin mir... War es Glowstone oder Redstone? Mann, das Tränkebrauen ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann halt noch diesen Raum hier ausbauen. Das mit den Säulen mache ich, glaube ich... Weiß ich noch nicht, wie ich das mache, aber das glaube ich, mache ich ein bisschen anders. Der ganze Raum wird insgesamt noch ein bisschen verändert werden. Denke ich. So, dann machen wir jetzt hier einmal Lohnstaub. Und das funktioniert tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, ob das die Tränke sind, die ich auch haben will. Ansonsten hatten wir doch irgendwo, das müssten wir ja auch eigentlich mal machen. Da kann ich ja mal ganz kurz gucken, ob ich das finde auf die Schnelle. Ich befürchte ja nicht bei dem Chaos hier. Weizenkörner suche ich nicht, Bambus suche ich nicht. Kupferbeerensamen, nee, suche ich auch nicht. Dame. Gerstensamen, das suche ich auch nicht. Nü, nü. Den Knochen nehme ich mir aber auf jeden Fall mal mit. Den könnte ich eventuell noch Kürbiskerne eben auch nicht. Konzentrierte Essenzbeere, die kann ich mir ja nochmal schnell reinquackern auf die Schnelle. Die Level brauche ich ja eh noch. Hier. Sauber. Melonen. Die pflanze ich mir jetzt mal an hier unten irgendwo. Haben wir denn noch Erde? Oh Mann, was ich nicht alles brauche. Zwei Erde. Das kann nicht alles sein. Das kann einfach nicht alles sein. Nein, nein. Vielleicht aber doch. Drei Erde. Und dann könnte ich jetzt nämlich aber mit dem Doppelklick-Trick hier suchen. Das macht es vielleicht doch ein bisschen angenehmer auch. Ja, 32 passt. Eine Ho. Eine Ho, Ho, Ho. Stein habe ich nicht dabei, brauche ich aber. Bemoost nicht. Normalen Bruchstein. Und Sticks. Mann, wenn man nicht immer alles dabei hat, ne? Ist ätzend. So, Bruchstein. Zack, eine Ho. Läuft. Dann pflanzen wir das mal ganz kurz hier irgendwo an. Erde. Machen wir jetzt einfach mal so hier. Ein bisschen Wasser brauchen wir doch auch noch dafür, oder? Ich glaube ja. So, das dürfte ja eigentlich ausreichend sein. Dann holen wir jetzt noch ein bisschen Wasser. Ah, ist ja ätzend, Mann. Haben wir denn überhaupt einen Eimer? Wir haben alles irgendwo, aber kein Mensch weiß wo. Da war auch eine Ho drin, gerade habe ich gesehen. Hier ist noch ein Stärkebuch, brauchen wir gerade nicht. Einfach nur ein Eimer, Dame. Ich weiß, ich hatte, als ich gestorben bin, beim ersten Mal einen Eimer dabei. Aber das kann ja nicht der einzige gewesen sein, oder? Außer die haben den im Inventar. Das kann natürlich sein. Hier sind auch noch Pfeile drin. Hätte ich auch früher sehen können. Awesome. Ja, und Eisen haben wir halt auch nicht wirklich viel. Dass man jetzt einfach mal so ein Eimerchen machen könnte. Also wir haben schon genug Eisen, aber dann haben wir halt nichts mehr. Zwei. Ja, blöd nun, ne? Dann muss ich dann doch nochmal eine Folge dafür opfern, einfach nur meinen zu gehen tatsächlich. Eisenblock. Ach, wir haben sogar Eisenblöcke. Ja gut. Ja, konnte ja keiner wissen. So, dann mache ich mir mal ganz kurz einen Eimer. Einer soll mir reichen. Obwohl wir vielleicht... Aber wir haben da unten, glaube ich, sogar eine Wasserquelle. Oder ist das eine Wasserquelle? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Es ist tatsächlich keine Wasserquelle an sich. Dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir das Wasser einfach. Ich glaube mir einfach das Wasser. Easy. So, machen wir das hier rein. Und dann können wir hier loshauen. Hier. Lass mal die Fackel woanders hin machen vielleicht.
Fackeln. Hier oben. Und eine Fackel vielleicht noch. Ich habe keine Ahnung. Da. Und hier noch ein bisschen Home. Und dann mit den Kürbis, Melonensamen natürlich, meine ich. Einmal Melone. Einmal Melone. Können wir nochmal Melone? Wir können nochmal Melone. Guck mal, hier noch. So, dann muss die Fackel nur nochmal eins dahin. Ja. Okay. Dann habe ich den Knochen. Einen einzigen Knochen habe ich hier. Das reicht doch hier nicht. Haben wir noch mehr Knochen irgendwo? Hier ist noch so ein Herzding. Das braucht man natürlich auch noch. So, ganz kurz mal. Dann vielleicht erstmal eine schon mal wachsen oder so. Sieht ja merkwürdig aus. Sieht ja wirklich merkwürdig aus. Dann können wir die Tiere nochmal gerade füttern. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Oh Mann. Ist ja ätzend. Hier, komm, vermehrt euch. Paaret euch, so paaret euch. Die Arche reißt bald ab. Wow. Mach mal ganz chillig. Gut, in der nächsten Folge müssen wir dann halt... Achso. Mal schnell gucken. Nee, ja. Trank der Stärke. 130% Angriffsschaden. Sauber. Ja gut. Dann haben wir das ja original geschafft. Dann haben wir jetzt Stärketränke. Die kann ich ja mit hier reinlegen einfach. Zack. Na, komm mal raus da. Zack, zack. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wirklich mal ums Lager, würde ich sagen. Und um noch so ein paar Kleinigkeiten, die einfach mal gemacht werden müssen. Aber das Lager ist halt jetzt wirklich, wirklich wichtig. Und da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Denn sonst steigen wir durch das Chaos irgendwann gar nicht mehr durch. Und das braucht einfach niemand. Gut, dann würde ich sagen, was ist für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!